Hallo liebe Angelfreunde, ich bin's, euer Christian. Familienurlaub in Nordholland steht auf dem Plan, aber ich habe meine Reiseroute eingepackt, also es gibt nicht nur Entspannung mit der Familie, sondern vielleicht auch ein, zwei Fische. Ich habe gehört, in diesen kleinen Entwässerungsgräben, mit denen die Holländer hier ihr Land dem Meer abgewinnen, wimmelt es vor Hechten. Habe schon mit einigen Holländern gesprochen, die haben mir sogar von wahrlichen Monsterhechten erzählt, die hier schon gefangen worden sind. Ob mir das so auf die Schnelle gelingt, ich habe 2 Tage Zeit, werde mal morgens, mal mittags, mal abends hier ins Wasser ein bisschen Spinnfischen, mal schauen, ob mir das gelingt, da den ein oder anderen Hecht aus dem Wasser zu zaubern. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Viel Spaß! Jawohl, Leute, der erste Hecht ist im Kescher. Leider nicht der größte, der geht auch sofort zurück. Aber der ist wunderschön gezeichnet. Ich zeige euch das schöne Tierchen mal. Hände ordentlich nass. Herrlicher Fisch. Schön. In der Größe steckt man leider nicht drin. Der wollte. Richtig schöner Fisch. Haken ist schon raus. Rackerschät hat diesen wunderschön gezeichneten Hecht gebracht. Herrlich, wie der im Wasser steht hier zwischen dem Schilf. Echt kaum zu erkennen. Da schwimmt er weg. Auf den Moby Rackerschät hier. Richtig gut funktioniert. Stahlvorfach ist Pflicht, denn auch so kleine Hechte können so ein Vorfach sonst schnell durchbeißen. Ich habe hier noch ein Stück Fluorcarbon vorgeschaltet, einfach weil ich da ein bisschen Dehnung drin habe und ja, es trotzdem sicherer ist, unsichtbar. Und ja, dann kommt meine Hauptschnur, aber den wollte er auf jeden Fall haben am Edelstahlkopf hier. Super. Er ist jetzt auch schon ein bisschen zerbissen, aber der funktioniert trotzdem noch. Weiter geht's. Ja, wichtig in so einem riesen Revier mit ganz viel Wasser ist es natürlich, sich vorher schon über Google Maps ein paar Stellen auszusuchen. Hier konnte ich einige tolle Stellen finden und auch beim Rumfahren sieht man hier immer wieder Wasser und es sieht wirklich herrlich aus hier oben in Nordholland. Den einen kleinen Hecht, den habt ihr gesehen, den konnten wir schon fangen. Ich habe jetzt noch ein paar andere Stellen hier mir markiert, die auf jeden Fall sehr gut aussehen, aber bei so viel Wasser ist die Entscheidung natürlich immer schwierig, wo angel ich jetzt. Zum Glück habe ich einen lieben Arbeitskollegen, der mir schon ein paar tolle Stellen gezeigt hat und eine davon hat gerade den Fisch gebracht. Danke nochmal, lieber Peter. Aber jetzt geht's weiter. Ich habe richtig Lust, hier ein paar schöne Fische auf die Schuppen zu legen. Toll hier. Dritter Wurf hier an der Stelle. Haben wir auf jeden Fall einen schönen Fisch gehakt. Hat schon 2, 3 tolle Fluchten hingelegt. Ich glaube, jetzt kriege ich ihn aber schön ran. Ah, ist ein schöner Hecht. Herrlich. Herrlich. Och, Gott sei Dank. Drin ist er. Zweiter Hecht der Tour hier. Schöner. Ja, der wird schon seine 50 haben, denke ich mal. Den kann man auf jeden Fall vorzeigen. Also es gibt hier diese Krokodile in diesen kleinen Gräben. Die Schnappis wohnen hier und fühlen sich sichtlich wohl, schön fett genährt. Toller Fisch. Hier voll draufgehauen auf den Rackerschät. Perfekt. Ah, da ist der Köder. 10 Gramm Kopf Rackerschät. Und dann gab es diesen wunderschönen Hecht hier. Herrlich. Ich bin hier in Holland. Das Schöne ist, hier darf man die Fische zurücksetzen oder selber entscheiden, nehme ich den mit oder setze ich den zurück. Ich finde, das ist ein schöner Fisch. Der hat es verdient, noch mal weiter zu schwimmen. Deswegen geht er wieder rein. Herrlich. Weg ist er. Das hat geklappt. Kleiner Graben hier. Ich meine, hier ist jetzt ein Stückchen breiter, aber auch kleinere Gräben hier in Holland bringen extrem schöne Fische ans Band. Wahnsinn. Macht Laune.
Hechtangeln hier an diesen kleinen Gräben ist eigentlich sehr, sehr einfach. Man wirft aus, leichter Bleikopf, dass er nicht den Grund berührt. Und dann kurbelt man einfach ganz langsam rein. Variiert die Geschwindigkeit natürlich mal. Hier ist blöd, dass ziemlich viel Kraut und Blätter auf der Oberfläche treiben. Das ist hier die Ecke, wo der Wind reingeweht hat den ganzen Tag. Aber gerade diese Stellen, habe ich gemerkt, sind wirklich die, die Erfolg versprechen. Ganz wichtig für diese Angelei natürlich Rute und Rolle, die zueinander passen sollten. Ich habe viele Kilometer gemacht, habe natürlich nicht alles gefilmt. Die Fische, die habe ich euch gezeigt und sonst habe ich sehr viel Entspannung und auch Spaß gehabt. Ich habe hier so eine leichte Travel-Route, die ist 2,10 Meter lang, hat 20 bis 55 Gramm Wurfgewicht, damit auch für etwas größere Köder wie diesen hier gut geeignet. Und auch wenn man ein größerer Hecht einsteigt, dann müsst ihr nicht direkt Angst haben, dass das Gerät voll ausgelastet ist. Eine 2000er Rolle, 0,12er geflochtene Schnur, neunfach geflochten. Sehr schön, weil die einfach gut durch die Ringe flutscht und anders als so eine vierfach geflochtene auch beim Spinnfischen keinerlei Geräusche hier überträgt und abgibt. Mag ich sehr gerne. Kurzes Stück Fluocarbon. 0,40er habe ich hier und dann habe ich hier ein schönes Stahlvorfach, was einfach vor den Hechtzähnen am besten geschützt ist und mich dann auch vor Schnurbruch wahrt. Da drauf dann der Rackershad von der Firma Moby hier am 10 Gramm Kopf. Ich zeige euch jetzt mal meine Köderkiste. Das ist so das Größte, was ich hier fische in diesen Poldergräben. Da habe ich auch zusätzlich noch einen Stinger drauf, weil die Hechte oft von unten packen und dann der Haken oben einfach nicht so gut greifen kann. Deshalb hier mit dem Stinger. Wenn zu viel Kraut im Wasser ist, mache ich den auch manchmal ab. Dann gibt es natürlich ein paar Fehlbisse mehr, aber die riskiere ich dann besser, als nach jedem Wurf hier in dem Stinger, in dem Drilling hier unten Dreck hängen zu haben. Der Rackershad hat hier unten diese drei Einkerbungen, deswegen ist er sehr beweglich. Außerdem ist er ziemlich dickbäuchig, hier ziemlich breit. Und deswegen flankt der richtig schön unter Wasser. Und das ist genau das, was ich in solchen Gewässern brauche. Denn das Gewässer ist nicht breit. Wenn ich die Mitte anwerfe und durch die Mitte ziehe, dann habe ich es oft so, dass auch Hechte, die an den Seiten stehen, durch dieses Flanken auf diesen Köder aufmerksam werden und energisch zupacken. Hat auch heute ja den Fisch gebracht. Auf jeden Fall ein toller Köder. Und auch die verschiedenen Größen, wenn ich mal Barsche hier habe und sehe Barsche rauben, oft an der Oberfläche, da seht ihr, dass kleine Fische spritzen auseinander, kleinere. Und dahinter kommen dann diese Barschmäuler, die die Fische an der Oberfläche einfach nur noch einsaugen und jagen. Dafür habe ich noch einen anderen Köder, zeige ich euch. Da habe ich dann gerne den Rackershad hier in kleinerer Größe, der war auch bei dem Absolut Angeln Set dabei. Der hat mir auch schon sehr viele schöne Fische gebracht und der bringt natürlich auch die Barsche dann ans Band. Bei der Anköderung gibt es verschiedene Methoden natürlich. Ich habe hier den 10 Gramm Bleikopf mit einem großen Haken und den Stinger drauf. Man kann den Köder aber auch vollkommen schwerelos hier an so einem Einschraubsystem montieren und dann den Drilling unten in den Bauch stecken. Das ist auch sehr schön. Ihr seht, der Köder ist noch beweglicher, hat halt nicht diesen Haken, der ihn versteift und ja, das passt sehr gut. Das Schöne bei den Rackersheds, die sind vorgestochen, das heißt, ihr habt vorne schon das feine Loch drin und könnt den Haken also einfacher durchführen. Das gelingt meistens. Man kennt das, wenn der einmal richtig schräg auf dem Haken ist, dann spielt er nicht richtig und läuft auch blöd unter Wasser, gibt dann auch weniger Fisch. Das kann bei dem Rackershad nicht so einfach passieren, deshalb auch ein guter Köder. Den habe ich immer in meinen Boxen dabei, einen schönen dicken Spinner, weil manchmal ist es einfach so, dass die Hechte keinen Bock haben, dass man sie wachrütteln muss. Und wenn die dann schon zwei, dreimal hier auf den Racker gebissen haben und ich sage, Mensch, den muss ich aber kriegen, dann mache ich hier so einen dicken Spinner drauf und dann klappt das eigentlich. Deshalb ist der auch immer mit in meiner Box. Die Köder von Moby, das Schöne, die sind natürlich vollkommen frei von giftigen Weichmachern, Farbstoffen etc. Alles auf Babyölbasis. Riecht man auch, die riechen nach gar nichts und man hat auch nicht diese klebrigen Finger, wenn man die anködert. Darf man allerdings auch nicht mit anderen Ködern in der Box lagern, mit anderen Gummiködern, denn dann lösen die sich gegenseitig auf, das sollte man nicht tun. Aber gerade dieser Umweltaspekt, den finde ich sehr toll. Die Grundi, die habe ich auch immer dabei, die habe ich ja mal in so einem Unboxing vorgestellt und seitdem ist die auch ein fester Bestandteil. Besonders da, wo viele Grundeln leben, das Ding einfach mal langsam über den Grund hüpfen lassen und ja. Da hackt dann auch der vorsichtige Räuber noch drauf. Das war meine Angelbox. So mache ich das hier.
an diesen Poldergräben, wo die Monster drin leben, denn es gibt hier auch die Meterhechte. Heute der hatte so zwischen, ja, vielleicht hat er 55 gehabt, war aber schon fett und gut genährt, sah toll aus, hat mich gefreut. Der kleinere, okay, der war super gefärbt und hat auch Spaß gemacht an der Angel, aber ich werde es weiter probieren. Vielleicht steigt mir noch der größere ein, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß am Wasser, fangt eure Fische und schaut mal in den Shop von Moby Softbaits rein. Adresse blende ich unten ein. Gibt es aber auch im gut sortierten Fachhandel. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Euer Christian.